Einen Weltraumlift. Was fehlt mir da denn? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. So, was haben wir heute vor? Also wir haben es ja geschafft, dass hier, naja, wenigstens langsam was rauskommt, da reingeht und da wieder rauskommt und hier reingeht. Gibt das Sinn? Ja. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, die sind alle, ja, kriegen nicht genug, das weiß ich. Aber wie kriegen wir das denn? Wie kriegen wir das schneller? Eigentlich müssten wir ja. Ich glaube, wir haben. Schauen wir doch mal. Also, wir rechnen jetzt mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen besser. Wir brauchen hier 30 pro Minute. Wir brauchen hier 12,5. Ich glaube, wir hatten hier auch nochmal 30, ne? 15 und da 15. Ja. So. Das heißt, wir haben 72,5. Irgendwas mit 2 und 5. Die Zahl davor ist vollkommen irrelevant. Genau. Schauen wir uns das an. Wir wissen, dass wir hier 60 kriegen, ne? Ja, der macht 30 pro Minute. Damit hätten. Also wir kriegen hier 30 pro Minute. Da kommen aber 60 raus. Das heißt, der müsste doch da langsam volllaufen, oder? Der hat den Vorteil, dass er alles noch hier drin zwischenpuffern kann, aber der Puffer puffert halt irgendwann auch nicht mehr. Ja, ihr versteht, was ich meine? Das heißt, wir gehen jetzt hin und gucken, dass wir den hier umstellen. Ergibt das Sinn, was ich da machen will? Ist das clever, was ich hier machen will? Wir nehmen erstmal das Kupfer da raus. So, weil wenn ich nämlich hier hingehe, das wäre nämlich jetzt die Idee. Also, ne, folgendes. Wir schnappen uns hier, setzen wir einen Splitter hin, packen die Hälfte hier rein. Damit haben wir 60. Die können wir schon mal dann da drauf packen, wenn sie hier rauskommen. Das wäre so ein Plan. Dann hätten wir das hier schon mal verdoppelt. Ist immer noch zu wenig, weil der eine mit seinen 12,5 da stört. Dann wäre die Frage... Achso, das können wir ja noch gar nicht. Das ist so eine Geschichte. Was wir auch machen können und vielleicht auch sollten, wäre von dort hinten den Spaß hier vorne hin holen. Mir geht ein bisschen jetzt viel zu lange Tag-Nacht-Rhythmus auf den Senkel. Kann doch nicht 2, 3 Folgen hier Nacht haben. Das ist doof. Das ist wirklich doof. So, was müssen wir denn dafür machen? Wir brauchen, fangen wir mal an. Wir brauchen als erstes mal... Ja, Förderband brauchen wir eine Menge. Keine Ahnung, wie viel. Da müssen wir gucken. Conveyor, Wall, Hole, Hood. Ja, genau. Wir brauchen einen Splitter und einen Merger. Ein Merger, ein Splitter. Das packen wir uns mal rein. Und damit wir 4 Förderbänder kriegen... Das war doch, glaube ich, dann... das war doch dann hier, ne? Da ist Simple Conveyor Belt. Da brauchen wir nämlich was vollkommen anderes für. Aber da kriegen wir auch direkt 4 raus. Das wäre ja super. Das heißt, wir brauchen eine verstärkte Eisenplatte. Eine verstärkte Eisenplatte zu bauen ist jetzt nicht das Ding. Das heißt, wir packen uns mal die da rein und holen uns aus dem anderen Shit da vorne den Kram raus. Was brauchen wir denn? Guck mal, eine haben wir... Wir können uns jetzt ja unser Zeug wenigstens hier rausholen. Davon haben wir genug. Das ist immer noch der gleiche. Das ist immer noch der gleiche. Das ist ein anderer. Den nehmen wir uns auch. Davon haben wir genug. Und hiervon hat man dann auch genug. So. Dann laufen wir mal eine Runde. Jetzt machen wir uns die 4 Conveyor Belts, was ja nicht so wild sein sollte, indem wir uns eine verstärkte Eisenplatte bauen. Das sollte auch relativ zügig gehen. Wenig gesagt, ich brauche nur eine, damit ich die machen kann. So, machen wir direkt 2. Passt schon. So, damit haben wir das schon mal. Jetzt gehen wir hier hin und packen uns den Splitter da drauf.
Den wir wahrscheinlich hier nicht drauf kriegen, weil ich doof bin, oder? Ah, doch, das geht. Kriegen wir denn von hier aus das Förderband da rein? Ja. Wunderbar. Der läuft rein. Das heißt, wir können hier umstellen auf schlampige Eisenbahn. Ich hätte beinahe einen Satz gesagt, den ich nicht hätte sagen sollen. Aber ich habe es ja Gott sei Dank nicht getan. So, jetzt setzen wir da drauf und packen von dort da rein. Oh, das geht sogar. Das heißt, damit ist unser Problem vorerst nicht gelöst, abgeschwächt. Okay, das haben wir schon mal hingekriegt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir von da und von da den Shit da reinkriegen, damit die auch schon mal produzieren. Gleichzeitig sollten wir gucken, dass wir mehr von denen bauen. Also mindestens noch zwei für Eumel und zwei für Däumel. Eumel und Däumel. Eumel und Däumel. Quatsch. So, wir wollen nicht Strom. Wir wollen Schmöfen. Ich habe vier gesagt, ne? Hör damit. Was sagt eigentlich hier unser... Du sagst doch auch Dinge. Komm. Ich kann... Beton müssen wir machen. Aber wir packen jetzt schon mal das da rein. So ein bisschen haben wir dann schon mal. Der Rest fehlt. Das ist hier... was ist es? Eisen. Iron Sheets. Mache ich die nicht auch? Wie macht man die? Ah, ich muss die Eisenplatten wieder da reinschmeißen. Der gibt mir dann 2, geben mir 3. Das reicht bei weitem nicht. Wir machen jetzt... Erstmal machen wir Platten. Dengeln wir uns eben zusammen. Aber dann... Habe ich mich gerade wieder so dermaßen ablenken lassen? Das ist doch doof. Wir machen erstmal das hier. So. Ich wollte gerade so sagen, so viel wir irgendwie können, aber... davon haben wir noch genug. Okay. So. Wo packen wir das hin? Das ist hier alles eh nicht schön, ne? So, dann setzen wir... Oh, dafür brauchen wir wieder... Was jetzt gut wäre, wären 2... Nochmal von den Kollegen. Da haben wir alles da. Weil, dann splittern wir nämlich einmal hier. So ein bisschen. Und splittern da so ein bisschen. Dann kommt der da rein. Der da rein. Dieser dort und jener hier. Dann müssen wir gucken. Das hier dürfte Zeug sein für Beton. Und das da dürfte dann Zeug sein für... Kommt nicht an, weil haben wir ja noch gar nicht. Lassen dich da runterfallen und gehen da oben dran. So. Ist das schon mal gut. Das geht da dran. Dann bist du schon mal soweit. Was kommt hier raus? Hier kommt Crushed Rubite. Was war Rubite? Gucken wir. Du brauchst das Zeug. Das ist Zinn. Okay. Cool, 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 cool. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Ergo, du gehst dahin. Und dahin. Dann kann ich nämlich auch das, was ich hier an Zeug in der Tasche habe, hier wieder reinschmeißen, dann wird das nämlich schon mal gemacht. Super. Jetzt müssten die natürlich noch Strom haben, das wäre noch superer.
Da hatten wir gesagt, wir machen. Hatte ich nicht das Gefühl, die können Daisy chainen? Nein, können sie nicht. Ich bin doof. Aber immerhin habe ich es von selber gemerkt. Eins. Da fehlen mir. Was fehlt mir? Es fehlt mir ein Copper Rod. Copper Rod. Das heißt, ich muss doch wieder Kupfer dingeln. So, hier hoch. Uiuiuiui. Das ist wieder alles wahnsinnig. Da. Wir müssen uns erst Kupferbarren machen. 7 Stück. Bam, 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 bam. Dann müssen wir hier kommen. So, da haben wir 5. Ja. Das geht. Da haben wir aber auch nicht viel über. Und wir brauchen noch ein paar. Na? Von dem. Zack. Und hierhin. Strom. Strom. Wir sagen nichts dazu. Wir nehmen das einfach hin, wie es ist. Machen auch nicht die falschen, sondern machen hier mal solche. Na, das wäre auch clever. So, dann hierhin den Strommast. Du bekommst dort Strom, du bekommst da Strom weiter, gehst hier dran und von dem geht es bestimmt irgendwo da oben hin. Und da kann ich nicht dran. Wie sieht es denn hier aus? Du bist voll, alle sind voll hier. Habe ich jetzt echt wieder das Problem, dass ich nirgendwo Strom dran setzen kann? So. Ist der voll. Ihr könnt machen. Wunderbar. Damit habe ich es geschafft, dass da wenigstens schon mal das läuft, was ich schon habe. Das wird ein bisschen schneller und ich kann mehr damit schaffen. Dann versuchen wir jetzt mal von dem Kollegen. Müsste auch das Zeug sein, was in die Mitte hier geht, ne? Das wäre halt sinnvoll, das zuerst zu wissen. Also, ich habe hier. Sapiroschka. Und ich hoffe, da vorne habe ich auch Sapiroschka. Da müsste ich das andere haben. Dann gucken wir uns an, wie wir Beton machen können. Eieieiei. So, 3. Du machst doch hier Sapiroschka, oder? Sapiroschka. Zack. Und mir fehlt Beton. Natürlich fehlt mir Beton. Planänderung. Was brauche ich, um Beton zu machen? Ich würde ja behaupten. Ich kriege ja mein Zeug wieder, das ist schon mal gut. Hier kann ich reingehen und sagen, ich will Beton haben, oder? Beton. Einfach Crush Stone rein, 60 pro Minute. Easy, easy, lemon squeezy. F war die Taste, die ich suchte. So. Das heißt, den kriege ich relativ. Könntest du bitte rennen? Danke. Den kriege ich relativ einfach. Die 3 schmeißen in den einen rein. Easy peasy lemon squeezy. So, da kommt der ganze Shit auch. Jo, du gehst da rein. Wie siehst du denn hier aus? Das geht ja sogar noch. Komme ich da mit einem Dingens durch? Bestimmt, wenn es ein bisschen. Wir packen jetzt einen Konstruktor. Erstmal dahin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Spiel mal so viel Chaos mache.
Und. Oh, guck mal, geht einfach durch den Berg. Kommt da hinten dran. Bei dir fehlt mir Draht. Gefällt mir nicht. Ist aber ein Problem für Future Sven. Dann gehen wir dahin, sagen, du machst Beton. Wir brauchen Beton, also machst du Beton. Okay. Und damit du... Man kann das da rein und ich kann den Rest da unten reinschmeißen. Dann ist das schon mal gestartet. So, wie sieht's denn bei dir aus? Das da rein... Läuft. Sortieren. Die beiden Kupferjungs, die kupfern jetzt halt eine Runde, sind gleich voll, ne? Oder? Sind es 200er Stapel? In den 200er Stapel, das ist auch okay. Komme ich mit klar. So, der... Komme ich mit 13 hin. Egal. Ich nehme jetzt erstmal den ersten Kram und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Immerhin wissen wir ja jetzt, dass das da vorne das richtige Sapiroschka-Rohr da ist. Und dann können wir entsprechend von hier anfangen und in die Richtung gehen. Jetzt, wo wir wissen, dass wir das haben, was wir brauchen. Na, er braucht immer drei. Das ist ziemlich teuer. Und ich habe nicht genug Eisenplatten. Das war doof. Egal, wir haben da oben, Eisenplatten werden gemacht. Mann, Mann, Mann. Ich muss gestehen, die Mod ist ordentlich. Ich hätte eigentlich nach der Zeit gedacht, dass wir deutlich weiter sind. Aber, mein Gott, ist halt so. Irgendwie komme ich damit klar. Und es ist ja auch nur zum Überbrücken und alle zwei Wochen. Vielleicht soll ich das mal wieder erhöhen. Ja, schauen wir mal. Zack, zack. Und weiter. Ja, ich weiß, ich bin im Weg. Das wird knapp. So. Du gibst mir jetzt hoffentlich das Richtige raus. Ja, tust du. Was würdest du mir hier rausgeben? Auf dem zweiten? Moment, kriege ich tatsächlich auf dem zweiten auch nochmal den gleichen Spaß raus? Ich hätte die Möglichkeit... Also, ja, der... Die Möglichkeit, zweimal das Zeug da rauszukriegen, das ist ja eigentlich ganz nice, ne? Weil hier macht er den leer und packt ab und zu mal einen drauf. Zum Beispiel. Fünf Siebtel Watt brauche. Das wäre die Frage. Kann ich Logistics? Förderband Fusionator. Fehlen mir wieder Simple Bells. Okay. Das hätte ich nämlich gesagt, dann ziehe ich doch einfach aus dem zweiten Port einen da drauf, weil im Moment schneller geht es eh nicht. Das wäre nochmal interessant. Das wäre vor allem fürs Eisen interessant. Jetzt ist noch die andere Frage. Wie kriege ich das hin? Oder wie viel Beton brauche ich noch für darüber? Macht aber nichts. Die Frage werden wir einfach klären, indem wir uns genug Beton holen. Weil jetzt müsste ja schon wieder ein bisschen was fertig sein. Da ist da eine Höhle. Nein.
Antwort ist nein. Gut zu wissen. Also, das hier wird verarbeitet. Das ist sehr schön. Hier komme ich nicht hoch. Das ist sehr schlecht. Hier komme ich hoch. Komme ich hier hoch. Ich komme hier hoch. Nein, ich komme hier nicht hoch. Aber ich komme hier hoch. Jetzt kann ich da hochgehen, dahin. Komm hier an. Und du hast mir... Ich habe hier noch Beton. So, jetzt gehen wir darüber. Und sagen dem Kollegen, wie viel ist hier eigentlich noch drin von dem Zeug? Genug. Du, Kollege. Ja, komm, dann kannst du mir auch direkt... Du nimmst ein Förderband und wir ziehen das hier lang. Folgendes. Den setzen wir aber hoch. Der Kollege ist nämlich da oben. Und dann gehen wir darüber. Nee. Und von da aus gehen wir. Mama, das Spiel disst mich. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Warte mal. Ah, wenigstens kein Laufen. Nee. Es gibt Gags, die sollte man nicht zu lange durchziehen, oder? Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben dann unsere ganzen Ärzte, die wir bisher kennen. Ist sie alle hüpf? Nicht jetzt. Einmal drüber. Also alle Herzen, die wir jetzt kennen, haben wir automatisiert. Und alle, sag mal, da lang bitte, danke. Was ist mit dir falsch? Achso, du bist voll. Du gehst relativ schnell voll. Das wiederum ist gut. Müsste man überlegen, ob man die auch mal langsam dann da rausholt, damit das... Ich lasse das hier alles erstmal ein bisschen voll laufen. Aber die sind schon mal gut. So. Das ist alles noch nicht schön hier. Das gefällt mir sowas von überhaupt nicht. Das wird so ein Umbau, wenn wir dann so weit sind. Ne? Ich muss gucken, dass ich ganz dringend und schnell den Shop kriege, damit ich andere Materialien habe. Ich will auf gar keinen Fall... bei Betonfundamenten auch noch Eisen mit reinschmeißen. Das ist eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, warum man erst diese teuren Fundamente kriegt. Mach doch erstmal die günstigen. So, dahin bitte. Und dann fängst du wieder an zu arbeiten. Wunderschön. Okay, wir haben den Spaß. Das heißt, wir gehen jetzt hin, schnappen uns so viel Beton, wie wir kriegen können und schmeißen das in den Meilenstein Forschung rein. Den einen Teil haben wir schon fertig. Hüpf, hüpf. Das war daneben. Wir gehen hier an der Seite. Irgendwie quetschen wir uns vorbei. Wie viel haben wir denn? Ja, das reicht noch lange nicht. Obwohl, 149 habe ich. Echt jetzt? So. Dahin. Das heißt, das kann schon mal da rein. Das ist drin. Jetzt fehlt uns nur noch das Zeug. Und dafür müssen wir... 2 macht 3. Wir brauchen 200. Das heißt... Ich kann nicht rechnen. Ist ja ganz einfach. Wir holen uns hier so viel wie geht. Bei 100 aus 100 würde ich ja 150 machen. Dann haben wir schon mal einen Großteil. So, wir machen einen Sheets. Guck mal, habe ich sogar richtig gerechnet. Das ist ja wunderbar. Und es geht sogar relativ schnell. Das heißt, wir müssen gleich nur noch mal irgendwie 25 holen. Dann ist gut.
Das ist Quatsch. Wenn die 25 holen. Wir müssen... wir müssen 2/3 von 50 holen. Also irgendwas um die 30? Wie machen wir jetzt? 24. Okay. Wir sowas nochmal. Etwa. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann haben wir den nächsten Meilenstein und können uns um anderes kümmern. 8 wären 4. 4 mal 3 sind 12. Reicht nicht, wir brauchen mehr. Ja, okay, du arbeitest auch noch ab. Dann ist klar, warum du immer ein bisschen hinterherhängst. 15. 17. Einen noch. Einen so ein Stack noch. Eigentlich hätten wir sagen können, wir brauchen 50 Eisenbarren. Daraus können wir dann genug Dinger machen. Ja, es fehlen 26. Guck mal, perfekt. Oh. Oh. Flieg, junger Adler, hinaus in die Freiheit. Okay, was haben wir jetzt? 300, das ist mir immer noch zu teuer. 500 immer noch zu teuer. Verbesserte Förderbänder. Ja, Stapelmast und... Ja gut, Lifter haben wir sowieso schon. 100 davon. Okay. Gucken wir mal weiter. Was haben wir auf der 2? Blueprints, das ist schön. Biomasse, Energie. Da ist schon... Da ist schon eine Menge... Shit dabei, was sind Belohnungen? Awesome Shadow, Awesome Shop. Also auf Stufe 1, was haben wir denn da zu tun? Verbesserte Fertigung. Fabrikator haben wir. Okay. Okay. Komm, das ist, glaube ich, gerade am realistischsten. Wir machen erstmal das. Das heißt, wir lassen den ein bisschen arbeiten. In der Zwischenzeit können wir uns aber mal an eine Sache ranwagen. Erstmal an zwei Sachen sogar. Wir können uns an einen MAM ranwagen. Weil das MAM dürften, haben wir sogar schnell fertig. 30. Rad. 30 Draht brauchen wir. Wir haben Platz für 8. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen. Tam, tam, tam. 30 Draht. Ziehen wir einmal durch. So. Dann kommt hier das MAM hin. Und wir können anfangen mit Forschung. Okay, Alien-Organismen. So was haben wir. Nicht genug. Haben wir gar nicht. Nicht ansatzweise, überhaupt noch nicht. Ich brauche mehr Säue. Okay, natürlich haben wir noch nicht. Haben wir erst recht nicht? Ich soll... Moment. Fahrpatronen. Okay. Schwarzkristalle. Okay, Zeitkristall-Scan. Wir brauchen... Wir haben 18, wir brauchen 200. Nice. Elektroschnecke, was haben wir denn hier? DNA-Forschung. Okay.
Ich habe mir mehr drunter versprochen. Einen Weltraumlift. Was fehlt mir da denn? Moment. Hier steht weniger als da. Hier steht Draht. Wo kommt der Bronzeframe her? Die Dinger habe ich, das habe ich, das habe ich gleich. Das ist auch nicht so. Wir machen das, was da unten stand. Und Quatsch hier, ey. Vor allem 500 stand da nicht. Auch 100 und so stand da nicht. Hey, ja, 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 also, ich habe vergessen, was da unten stand. War das wichtig? Wir kriegen das hin. Wir werden was finden. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde, aber den Weltraumlift, den bauen wir jetzt noch. So. Guck mal, ich meine, es wären 30 Draht. Da stimmt ja gar nichts auf der rechten Seite. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ansatzweise richtig ist. So, das haben wir. Dann hatten wir Weltraumlift. Ich stand auf dem falschen Ding. Das ist wirklich falsch. Holy fuck, ist der teuer. Holy fuck, ist der teuer. Brauchen eine Menge Schrauben. Also, wie sieht's mit den Schrauben hier aus? Du arbeitest noch dran, ne? Ja, 460 haben wir schon mal, damit sind wir auch da bei 500. Das heißt, die 1000 Schrauben haben wir schon mal. Und ich habe gedacht, wir machen den eben schnell. Da, so, da sind meine 1000 Schrauben. Beton, 57, ich habe einen. Und ich wollte das andere noch fertig machen. Oh Gott. Okay, ich kann so viel sagen, das wird heute nichts. Oi, 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 oi. Okay. Den behalten wir jetzt erstmal drin. Bronzeframe. Kann ich den überhaupt schon? Wann kriege ich den Bronzeframe? Warte mal, es gibt doch einen Codex, ne? Teile. Nein, kann ich noch nicht. Ausrüstung? Gebäude. Das fühlt sich gerade sehr unbefriedigend an. Wir müssen umpriorisieren. Wir müssen hier umbasteln. So geht das nicht. Was kostet mich eigentlich eine Kettensäge? Ja, weil eine Kettensäge machbar. Was haben wir denn da? Kettensäge. Was fehlt mir? Schrauben. Kein Problem. Weil bis wir das fertig haben, dauert eh. Und wir brauchen noch ein bisschen Kabel. Für Kabel brauchen wir Draht. Kabel. Ding, 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 ding. Irgendwie sowas. Okay. Wir haben eine Kettensäge. Und wir haben noch keinen Treibstoff für die Kettensäge. Macht nichts. Aber wir haben schon mal eine Kettensäge. Unbefriedigend. Wir gucken noch mal hier. Wir überlegen uns noch was. Also da. Bessere Förderbänder machen auch noch keinen. Machen ein bisschen Sinn, aber noch nicht so richtig. Wir brauchen wahrscheinlich die verbesserte Fertigung. One of the most basic parts from Lead. Wir haben noch kein Lead. Okay, wir packen uns den rein. Lead. Aber wir kennen noch kein Blei. Wir kennen das. Ja. Das wird zu Crushed Rubite und das wird zu Zinn. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Zinn.
Okay, wir haben Zinn. Wir haben Zinn. Woraus macht man Blei? Ist Blei? Oh Mann, ich blicke einer strahlenden Zukunft entgegen. Du hier oben. Old. What the fuck? Aus dem Old wird. Okay. Das ist doch das Zeug. Ore can be processed to iron, magnesium, cobalt, rutile. Ich brauche Infos. Das ist normal unser Eisen. Da vorne, das dürfte Kupfer sein. Also. Stop, Jiroschka. Du, hallo. Dich habe ich gesucht. Ich will nur spielen, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Hallo. Danke. Brauch dich nur. Aus dem Zeug kann ich Blei machen. Kupfer und Zinn. Wir gucken nochmal bei ihm, bei dem Eumel danach. Der ist ja auch nach, dann wissen wir da vielleicht auch ein bisschen mehr. Du kannst Blei machen. Was muss ich tun, um Blei zu tun? Vergesst diesen Satz bitte sofort wieder. Der war Quatsch. Wir haben hier Rubite. So. Quatsch. Der. Und du machst Zinn und Kupfer. Zinn und Kupfer. Ist das jetzt dieses Ding, wo ich zwei Sachen reinschmeißen muss und dann kriege ich das? Aber die Teile zeigen mir das doch noch gar nicht. Dann habe ich dieses Rezept doch noch nicht gelernt. Ich bin maximal für. Ich bin maximal verwirrt. Wenn ich hier hingehe, ich kann Sand machen. Für Glas. Da muss ich das Zeug wieder reinschmeißen. Leck mir mal. Okay. Erstmal gucken wir jetzt nach Strom. Wie sieht es denn mit Strom aus? Wo ist mein Problem? Ich habe eine Ahnung, wo mein Problem ist, aber. Du hast noch 15 Biomasse, du hast noch 15 Biomasse. Du hast aber nicht genug Wind, ne? Ja, mein Stromnetz ist auch schrecklich. Das ist alles schrecklich hier. Komm. Hoch. So. Macht das nicht nochmal. Du bist hier noch fleißig. Wie sieht's denn bei dir aus? Damit. Oh, der Weltraumlüfter ist ja ärgerlich, ey. Okay. Ich fühle mich gerade, als würde ich ein bisschen mich im Kreis drehen. Ich kann. Das kann ich alles nicht bauen?
ist das nächste, wo ich gucken muss, dass ich es ausbaue. Unsere Energie. Haben wir hier irgendwas? Fortschritt. Fixit Montage. Ist es? Legierung. Ist das auch nicht bei? Erweiterte Legierung, Legierung ist der kleine Zink. Zink. Bronze. Genau, Bronze macht man daraus. Okay. Bessere Förderbänder, die bringen mir aber auch alle nichts. Erzsortierung. Ich brauche die Erzsortierung erst. Und dafür habe ich doch schon so viel. Also fast. Die haben wir schon mal. Aber das ist etwas, was ich machen kann. Stärkste Platten. Was fehlt mir? Eisenplatten, natürlich. Okay. Die Folge ist deutlich länger, als ich geplant hätte. Aber so langsam ergibt das ja auch Sinn. Kann ich ja... ein bisschen schwierig. Falsch. Ja, auf der falschen Seite von dem Zeug bist. Wie viel brauche ich denn? Na komm, 14. Das geht relativ zügig. Oh Mann. Wir fechten das hier aus. So, das haben wir. Wir brauchen noch ein bisschen hiervon. Mit mir der Tisch, ey. Okay. Hier. So. Jetzt kenne ich kompakte Biomasse. Neue Teile. Schlampiges Glas. Lead Plates, dafür brauche ich das. Das wird. Wo werden die denn gemacht? Warum habe ich die Barren hier nicht? Muss ich die wirklich. Kann man nur im Schmelzofen machen. Wenn ich mir das Ding angucke, steht da. Ja, Craftbench. Okay. Die müssen im Schmelzofen gemacht werden. Standardrezept. Den Codex öffnen. Ashlead. Produced in Sorter. Ashlead. Aus dem wird dann Zinn. Das ist ein Sorter. Sorter. Oh, Himmel, Herrgott. Ja. Ich kümmere mich dann mal demnächst um einen Sorter, um... Leck mich am Arsch. Was gibt es denn hier alles für einen Shit? Das ist doch... Wow. Ihr seid also voll, das lasse ich auch so, dann knallt ihr mich hier nicht ständig raus. Immerhin. Okay, ich... Puh. Lass mal eben einen Weltraumlift aufbauen. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Sepp. Tschüss.